Spieltag Nummer 53 in der Penny DL, Mannheim gegen Bremerhaven. Und bei beiden Teams Personal-News. Bei Bremerhaven gab Neuzugang Jack Virtanen. Sein Debüt spielte in einer Formation mit Friesen und Tirenen. Und auf der anderen Seite machte Leon Bergmann sein Saisondebüt für Mannheim. Vorher lange Zeit außer Gefecht wegen Herzmuskelentzündung. Also Personal-News auf beiden Seiten. Ansonsten, Mannheim wollte Reaktion zeigen auf peinlich Pleite gegen Iserlohn unter der Woche. Bremerhaven stand bei 2 Niederlagen in Serie. Hinein ins Spiel, Mannheim zu Beginn mit mehreren Powerplay-Möglichkeiten. Hier die beste Chance, Borna Rendulic nagelt die Scheibe an die Latte. Das ist die erste gute Szene in diesem Spiel. Kurz danach hat es dann aber funktioniert, Borna Rendulic, wunderbare Kontersituation, perfekt rausgespielt. Bremerhaven ist durchgefallen über das ganze Eis, hier gut zu sehen. Und da spielt Mannheim einfach wunderbar. Tyler Godet mit einem perfekten Zuckerpässchen mit der Rückhand auf Rendulic. Und dann war es, die Führung ging bis dahin auch in Ordnung. In Mannheim offensiv einfach etwas präsenter. Danach aber Bremerhaven mit mehr Zug zum Tor. Und man erspielte sich gegen Drittelende immer wieder ein paar ganz gute Möglichkeiten und kam dann auch endlich rein in den Slot des Gegners. Hier zum ersten Mal in Aktion Jake Virtanen. Erste nennenswerte Aktion, nagelt hier die Scheibe an den Außenpfosten. Blieb aber beim 1:0 für Bill Stewart und die Adler aus Mannheim. Bis dahin alles wunderbar, gutes Spiel. Das änderte sich aber, besonders aus Sicht der Adler, im zweiten Drittel. Denn von Mannheim kam nichts mehr. Stattdessen spielte Bremerhaven munter auf. Der Ausgleich durch Burgister, Schuss von der blauen Linie. Powerplay-Treffer, Powerplay lief auch in den letzten Spielen schon immer wunderbar. Hier noch zu sehen, Abfälscher genau ins Kreuzeck für Tiefensee. Der im Tor stand für Felix Brückmann. Gab es natürlich wenig bis gar nichts zu machen an diesem Gegentor. Auf der anderen Seite Mannheim nur noch selten präsent vor dem gegnerischen Tor. War auch so, dass Mannheim im ersten Drittel auch das Schussverhältnis klar dominierte. Das änderte sich alles im zweiten Drittel. Bremerhaven dann von Beginn des zweiten Drittels an Ton angeben. Das war eine Möglichkeit, die Mannheim hatte. Viel mehr war aber nicht. Stattdessen auf der anderen Seite Bremerhaven, gutes Umschaltspiel. Hier einfach mal die Scheibe aufs Tor gebracht. Dann ist es Kyler McKenzie. Der trifft zur Führung 2:1. Und das ging so in Ordnung, weil Bremerhaven viel, viel investierte, besonders in die Offensive. Das wunderbar gemacht. Scheibe einfach mal aufs Tor geworfen, auf den Nachschuss gegangen. Wunderbar. Und damit die Führung für Bremerhaven. Er hat gut lachen, Thomas Popisch, der Trainer von Bremerhaven. Drittes Drittel. Mannheim jetzt wieder da. Aus dem Gemütlichkeitsmodus aufgewacht und wieder ab nach vorne. Matthias Plachter hier bedient, trifft die Scheibe knapp nicht, aber man näherte sich allmählich immer wieder an auf das Tor von Svetberg im Tor von Bremerhaven. Mannheim kam in die Drucksituation rein, erhöhte auch den Druck, spielte sich Chancen raus. Dann eine nicht ganz clevere Strafe von Bremerhaven kurz vor Spielende. Mannheim in Überzahl. Scheibe lief lange und dann ist es am Ende die Station Eisenschmied, der zum Ausgleich getroffen hat. 2:2 ging auch so in Ordnung, weil Mannheim am Ende wieder die bessere Mannschaft war. Bremerhaven beschränkte sich aufs Abwehren, aufs Verteidigen und Mannheim marschierte an mit dem Höhepunkt des Überzahltreffers zum 2:2. Overtime, ein Spiel auf Messerschneide. Tolles Eishockeyspiel, dann dieser Aufbau hinten raus, dass es Ryan Macon ist. Und der macht es allein und das bockstark entschied das Spiel. 3:2 in Overtime, Ryan Macon ist der Matchwinner. Das macht er einfach gut, er ist schnell, er hat eine gute Technik und dann durch die Beine von Svetberg, der nicht ganz glücklich aussieht, aber grundsätzlich toll gemacht von Macon. So gut war das Spiel jetzt nicht, aber am Ende des Tages haben wir gewonnen. War nicht der schönste Sieg, aber 2 Punkte sind 2 Punkte. Yeah, it was a high-tempo game. I mean, haven't played this high-tempo in a while, and it felt good to get back into it. Obviously, it would have been better if we came out with the win there. And but other than that, I thought it was a great hockey game today, and we're going to be looking forward to the next one moving forward. Punkteteilung geht in Ordnung. Virtanen-Debüt gut, viele offensive Aktionen, genauso wie das Comeback von Leon Bergmann. Ansonsten Bremerhaven mit einem leidenschaftlichen Spiel, aber hinten raus nicht clever genug. Mannheim spielt ein katastrophales zweites Drittel, findet aber dennoch einen Weg, dieses Spiel zu gewinnen. Endstand 3:2 in Overtime für Mannheim gegen Bremerhaven. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.